Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Ja, heute gibt es ein kleines Unboxing. Demeter Quest 3 hat jetzt auch endlich mein Zuhause gefunden. Und ja, du hast lange auf dich warten lassen. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall relativ spät dran bin damit. Aber ich wollte trotzdem hier ein Unboxing zeigen und auch ein bisschen meinen Ersteindruck euch schildern. Heute gibt es noch kein Gameplay oder sonst was, sondern wirklich nur dieses Unboxing. Ja, mit meinem kleinen Feedback. Ich habe die bereits einmal getestet für ja, so 30, 40 Minuten beim lieben Andyman VR, falls ihr den dann nicht kennt. Der hat lange, lange Zeit VR gemacht, von Anfang an. Und hat dann aber aufgehört wegen seinem Beruf. Und den Kanal gibt es aber immer noch. Werde ich auch unten in die Beschreibung verlinken. Da habe ich zum ersten Mal die Quest 3 getestet und ich war direkt begeistert vom klaren Bild, vom scharfen Bild. Auch wenn wir jetzt hier nicht viel mehr Auflösung haben wie bei der Pico 4. Aber trotzdem sieht das Bild ein Tick schärfer aus. Ich weiß nicht, ob es an den Linsen liegt, am Display. Auf jeden Fall sieht das noch mal ein bisschen ja harmonischer, ein bisschen schärfer aus. Fand ich auf jeden Fall. Das war mein Ersteindruck. Und danach habe ich mich dafür entschieden, auch das Ding zu kaufen. Gab jetzt auch Weihnachtsgeld, ne? Also, die kostet aktuell 699 Euro, ist die 512 GB Version. Und ich habe die nicht gestellt bekommen von Meta, ne? Wen wundert es auch bei meiner Kanalgröße? Auf jeden Fall ist das wirklich von meinem Geld hier gegangen. Teilweise auch ein bisschen, was ich hier mit meinem Kanal verdiene, aber das deckt halt nicht den Preis von dem Teil hier ab. Aber trotzdem, ich will weiterhin VR machen und da gehört die Quest 3 natürlich auch dazu, genau wie die PSVR 2 und die Pico 4. Und also wir haben hier die für 6,99 und die kleinere Version, die 128 GB, kostet glaube ich 549. Ich werde die auf jeden Fall unten in die Beschreibung packen, wenn ihr die auch bestellen wollt. Würde ich mich mega freuen, wenn ihr das über meinen Affiliate-Link macht. Dann habe ich auch ein bisschen was davon und kann das weiterhin investieren in den Kanal, dass der besser wird und so weiter und so fort. Ja, also wir haben hier auch Pancake-Linsen. Wir haben eine Auflösung von 2064 zu 2208 und die Pico hat 2160 mal 2160. Also die löst ein bisschen höher auf und ich finde aber, dass es trotzdem ein bisschen besser aussieht in der Quest 3. Das ist jetzt meine Meinung. Ich habe ja auch immer betont, ich mag die Pico. Ich bin aber kein Pico-Fanboy, ich bin auch kein Meta-Fanboy oder Sony-Fanboy. Ich bin einfach VR-User und ich möchte einfach hier Spaß mit meinen VR-Brillen haben. Das ist ganz normal und ja, auf meinem Kanal wird es immer, ja, man könnte sagen, Diversität geben. Das passt ganz gut. So, ich werde die jetzt mal auspacken und dann schauen wir uns mal an, wie der Ersteindruck so ist. Ich liebe das ja immer so, sowas aufzureißen, was Neues, was Eigenes. Und ich habe mich jetzt für die 512 GB Version entschieden, auch wenn es ein hoher Aufpreis ist für das, was Speicher kostet, ja gar nicht mehr so viel. Aber aufgrund vom YouTube kriege ich auch so viele Keys und dann ist es echt sehr, sehr anstrengend, wenn man immer wieder gucken muss, habe ich noch Platz, muss ich wieder was löschen? Und dann habe ich mich entschieden, dann die große Version zu nehmen. So, jetzt müssen wir den Karton mal hier rausnehmen. So, ich habe zum Vergleich auch mal die Quest 2 nochmal hier hingestellt. Können wir gleich mal kurz gucken, wie der Größenunterschied so aussieht. Und das ist es schon. Also es ist jetzt hier auch so out of the box und ich habe noch aktuell kein Zubehör gekauft oder bekommen von irgendwelchen Firmen. Und mein Test, der wird sich auch, wenn ich dann jetzt mal ein bisschen Zeit gehabt habe zum Spielen, wird es auch nur wirklich diese Version hier getestet, ohne Zubehör, ohne Elite-Strap oder sonst was. Und das ist mir ganz wichtig, dass man die auch out of the box so testet. So, nehmen wir uns mal erstmal die Controller vor, finde ich. Da gibt es jetzt halt die Besonderheit, dass die halt keinen Tracking-Ring mehr haben. Die haben einfach, ich glaube, hier irgendwie an den, sind LEDs verbaut, Infrarot-LEDs und darüber wird noch getrackt. Also die werden ja wahrscheinlich dann hier irgendwo sein und hier wahrscheinlich auch noch. Und dann sind hier noch Gyroskop und Beschleunigungssensoren. Und darüber wird halt wirklich getrackt, auch wenn ich dann irgendwann mal den Punkt verliere,
wo ich dann nicht mehr innerhalb vom Tracking bin, von der Kamera, vom Kameratracking, können die trotzdem noch relativ genau über ein KI-Modell schauen, wo befindet der Arm sich gerade. Es sei denn, du hast dir halt permanent die ganze Zeit oben, dann halt natürlich nicht mehr. Aber die füllen sich echt gut an. Ich bin aber gespannt, was es so an Zubehörkram gibt dafür. Das werde ich dann natürlich auch testen. Und ja, ich bin ja immer Freund von diesen Halterungen, die man hier dann direkt befestigt ums Handgelenk oder um die Hand selber und dass es dann halt festhält. Aber ansonsten, ich finde die echt sehr gut gelungen. Und ich komme überall dran an die Tasten. Haptik ist ganz gut. Und ja, ich bin gespannt. Nach meinem ersten längeren Test, wie gesagt, 30, 40 Minuten Test, die ich beim Andyman da gemacht habe, ja, das ist jetzt nicht der Rede wert. So, jetzt schauen wir uns mal ganz kurz die Brille selber an. Also hier haben wir nochmal so einen Hinweis. Das ist wegen einer normalen Sehbrille scheinbar. Hier sehen wir nochmal. So. Muss erstmal scharf stellen, das Ganze. So eine kleine Anleitung. So, dieses Headstrap ist mal wieder nur ein Gummiband, ne? Was nicht wirklich toll ist, muss man auch ganz klar sagen. Und genau, das war, glaube ich, eine Anleitung, wie man das hier rausnehmen kann, vermute ich. Ich habe mir noch nicht wirklich viel zur... Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Zur Quest 3 angeschaut. Ich wollte selber meine Erfahrungen machen, deshalb entschuldige ich mich. Aber ich habe hier eine Tiefeneinstellung. Wenn ich mir die zwei Knöpfe, hier, diese Knöpfe, die ihr seht, die sind hier und hier, kann ich den Abstand einstellen, um weiter oder näher zum Dings zu kommen. So. Würde ich fast vermuten. Ist aber irgendwie ein bisschen fummelig. Ich versuche es mal hier abzulegen. So nehme ich ganz ab. Kann ich am besten vorspulen, das Ganze, ne? So, also diese Verstellung finde ich jetzt nicht so ganz gut. Also ihr seht hier, dass man hier dann ein bisschen mehr Abstand hat. Also wenn man Brillenträger ist, wie ich jetzt hier, dann könnt ihr euch das Facecover so ein bisschen nach vorne stellen, dass ihr ein bisschen mehr Abstand habt zu den normalen Linsen. Aber wer das Video noch nicht gesehen hat, ich habe ja auch die VR-Optika-Linsen bekommen für die Quest 3. Und ja, das Video werde ich auch mal verlinken in die Infobox und in die Beschreibung. Auf jeden Fall werde ich die hier nutzen, weil es einfach mit der normalen Brille auch ziemlich blöd ist. Das heißt, ich kann auch komplett dann rein und so nah wie möglich dann an die normalen Linsen ran. So, was haben wir hier? Hier haben wir einfach den IPD-Versteller. Schauen wir mal ganz kurz, ob das direkt sichtbar wird. Ja, guck mal hier. Und da kann man einstellen, wie war das jetzt nochmal? Ich muss mal ganz kurz gucken, da sind echt zu viele Werte. Von 58 bis 70 kann man hier einstellen, IPD. 58 bis 70 ist schon eine ganz gute Hausnummer, finde ich. Und auch nicht schlecht. Ja, hier haben wir den Laut-Leise-Knopf. Ne? Hier, Laut-Leise. Hier die Pinne sind zum Laden. Auf einer Ladestation kann man die Brille dann legen. Und ja, hier haben wir den Einschaltknopf. Hier haben wir den USB-C-Anschluss. Und ja, dann haben wir hier nochmal die Kameras. Also hier, wie wir sehen, da auf der Seite. Und dann haben wir quasi in Augennähe, sage ich einfach mal, haben wir dann nochmal zwei Tracking-Kameras und in der Mitte dann auch nochmal, ich glaube, mit Tiefensensor und so weiter, um auch dieses Mixed Reality besser zu gestalten. So, ich werde mir die jetzt mal anziehen. Also hier haben wir so eine kleine Verstellung. Also ich werde auf jeden Fall Zubehör dazu holen, definitiv, weil das ist zum Spielen einfach nichts. Zum Filme gucken oder so, keine Frage, es ist komplett in Ordnung, aber für jetzt längere Spiele-Sessions ist das einfach nichts und ich werde jetzt mal schauen, wie gut man das überhaupt anpassen kann. So. Na. Also aktuell fände ich es noch nicht so wirklich gut. Also man zieht die hier nach hinten, dann wird es enger oder nach da, dann wird es halt lockerer. Und ja, man muss sagen, es hält ganz gut.
aber ist jetzt nicht so wirklich, dass ich sage, wow, das ist ein mega Komfort. Bei meinen langen Ohren merke ich das dann hier die ganze Zeit. Also ist nicht so wirklich gut gelungen, muss ich sagen. Aber ja, für die ersten Tests wird's funktionieren, auf jeden Fall. Und dann mal schauen, was es so an Zubehörkram gibt. Da Kiwi, Bobo, und da gibt es ja so viele Sachen, die man ausprobieren kann. Das Facecover kam mir jetzt nicht so wirklich angenehm vor. Da muss man aber wirklich auch mal längere Zeit testen. So mal locker eine Stunde, anderthalb mal wirklich aufhaben und dann mal schauen, drückt es irgendwo, stört es irgendwo. Und das werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Aber sie ist echt schick klein. Was mich jetzt aber stört, wenn ich das im Gegensatz zur Pico nehme, die ja die Akkus hinten hat, also ist auch wieder sehr frontlastig. Also die ist jetzt auch nicht so mega leicht. 537 Gramm lese ich gerade. Und aber im Gegensatz zur Quest 2, so, machen wir mal so. So besser, ne? So. Also die baut natürlich viel, viel tiefer, die Quest 2. Und ist auch noch mal ein Tick, jetzt geht die Quest 2 auch noch an, ein Tick schwerer, finde ich. Und also, was mir aber direkt aufgefallen ist, die hat ein echt richtig schönes Bild, einen großen Sweet Spot. Also ich habe jetzt keine Probleme gehabt, den Sweet Spot zu finden, wie es bei anderen Brillen manchmal der Fall ist. Also da haben die echt mit Linsen und so weiter, ist alles super gut gelaufen. Wir haben hier auch wieder die Lautsprecher hier eingebaut. Die sollen jetzt auch mehr Bass und so weiter haben, 40% lauter sein als bei der Quest 2. Ich bin kein großer Fan davon. Ich habe dann lieber wirklich entweder Over-Ear oder dann In-Ear. Für In-Ear nehme ich hier die Soundcore VR P10, glaube ich, sind das. Die werde ich euch auch mal verlinken in die Beschreibung. Die sind echt gut. Da hat man einen kleinen WLAN-Dongle dabei. Die sind ja auch extra deshalb gemacht worden für VR. Und den stecke ich mir einfach dann hier vorne dran. Und der hat dann auch nochmal einen USB-C-Anschluss, wenn ich hier, sage ich mal, eine Powerbank oder sonst was dran anschließen möchte. Oder ich habe jetzt einen Headstrap, wo ein Akku hinten dran ist. Dann kann man das trotzdem auch darüber noch anschließen und aber zeitgleich auch die In-Ear-Kopfhörer benutzen. Also das ist ein WLAN-Signal, was die hier benutzen, wie die miteinander kommunizieren. Wir haben hier, ich glaube, unter 10 Millisekunden Verzögerung. Und Bluetooth wäre halt eine höhere Verzögerung. Das ist dann halt auch echt störend. Aber die haben auch noch Bluetooth. Also ihr könnt die auch ganz normal für Handy und so weiter nutzen. Ist echt cool. Ich mag die auch. Die sind auch von der Soundqualität für In-Ear, finde ich die echt, echt gut. Die sind echt gelungen. Die waren auch letztens bei Black Friday in Mega-Angebot. Da habe ich auch noch mal in meine Facebook-Gruppe geschrieben. Und ich glaube auch als normalen Community-Beitrag, dass die im Angebot sind. Ja, ich bin gespannt. Darauf wird natürlich auch Mixed Reality getestet. Ich habe auch einen relativ großen Raum, der aktuell wegen Renovierungen noch fast komplett leer steht. Das ist echt gut. Da werde ich dann auch Mixed Reality mal zocken. Da bin ich echt gespannt drauf. Da habe ich auch ein bisschen mehr Platz. Und da gibt es ja ein paar nette Anwendungen zu, habe ich mal gesehen auf anderen Kanälen. Und das werde ich machen. Dann natürlich großes Thema aktuell Arizona Sunshine 2 wird definitiv hier auch drauf getestet. Und dann auch noch Assassin's Creed Nexus, das will ich auch gerne testen auf dem Ding hier. Und ich habe Ghostbusters getestet auf dem Ding hier. Ich war leider enttäuscht. Das war mit einer der Titel, den ich mal kurz getestet habe. Konnte ich leider, ist nicht mein Favorit geworden, leider. So, jetzt kommen wir mal ganz kurz, was da sonst noch so drin ist. Wird wahrscheinlich nur ein Handbuch sein und weiß ich nicht was. Ladekabel vielleicht? Oder sparen die sich das komplett? Nee, guck mal hier. Hier ist Ladegerät und alles dabei. Ich meine, für dieses Geld kann man das auch dabei legen. Ne? Also auch nett vom Look her. Sieht ganz nett aus. Haben wir hier auch vorne einen USB-C-Anschluss. Und mit welchem Strom lädt der? Steht das hier drauf? Wir haben hier 18 Watt, 2 Ampere. Ja,
bin mal gespannt. Die Akkulaufleistung von der Quest 3 soll nicht so lang sein. Ich habe eben mal mit dem Zitronenarzt noch telefoniert, haben wir kurz drüber gesprochen. Und die ist halt nicht so lang, wie man sich das eigentlich wünscht. Natürlich, wie gesagt, ist es ganz gut, wenn man dann von Kiwi oder Bobo sich diese Headstraps mit Powerbank holt. Das ist zum Beispiel von Kiwi 1 für die Quest 2, da hinten auch dieses Power-Ding drin. Dann gibt es natürlich von Bobo auch noch die Teile, werde ich euch auch mal verlinken. Und die packt man einfach hinten drauf. Über Magnet-Snap ist das und das ist echt super. Das habe ich für die Pico, kann ich nur empfehlen. Und dadurch kriegt man dann natürlich auch ein bisschen mehr Spieleleistung oder Spieledauer her, dass man halt ein bisschen länger spielen kann, bevor der Saft dann ausgeht. Also ich muss sagen, wenn das nur 2 Stunden Akkulaufleistung hat, ist es einfach zu wenig. Für die meisten Leute ist es dann zu wenig und macht dann auch keinen Spaß. Ja, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, ich gehe jetzt in die Einrichtung, werde Spiele natürlich installieren und dann werde ich auch mal testen. Und in den nächsten Tagen wird auf jeden Fall auch ein Quest 3 Video, ein Spielevideo kommen. Da bin ich überzeugt von. Ich muss da natürlich jetzt auch noch ein bisschen mit testen. Und nach einer gewissen Dauer, gib mir mal so 2 Wochen, dann werde ich auch ein Review hierzu machen. Meine komplette Einschätzung, Pros und Contra für die Quest 3 wird es auf jeden Fall dann auch geben. Aber da möchte ich keinen Schnellschuss machen. Ich bin ja eh relativ spät, was das angeht. Und da haben wir halt auch noch Zeit. Und ich werde auch zwischendurch bei den Spielen auch immer mal ein bisschen von meinen Eindrücken dann schildern. Und ich bin gespannt auf das Teil. Ich freue mich mega drauf, das jetzt zu testen. Ich freue mich immer, neue Hardware zu testen. Und wie gesagt, gib mir eine Zeit. Ich gucke, dass ich auf jeden Fall noch diese Woche vielleicht ein bisschen auch Spiele-Content euch liefern kann. Vielleicht für die Quest 3. Aber wenn ihr irgendwie andere Wünsche habt, ihr wollt spezielle Spiele mal gesehen haben auf Pico 4, Quest 3, PSVR 2, PC VR, schreibt mir einfach, dann gucke ich mal, ob ich das erfüllen kann. Irgendwelche Wünsche an Spielen, was ihr mal sehen wollt auf meinem Kanal, was ich teste, dann schreibt mir einfach. Und ich werde jetzt hier Ladegerät ansteckern mit einem langen Kabel und dann geht's auch los in die Einrichtung. Danke schön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es dann trotzdem gefallen, kleines Unboxing hier. Und freut euch auf die nächsten Tage, wenn es dann auch Quest 3 Material gibt. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.